Dann stellt uns den zweiten konkreten Umsetzungsvorschlag, die Anna-Jessen, vor, die sogenannte gleichberechtigte Finanzierung. Bitte, Anna. Dankeschön. Ja, guten Morgen erstmal. Ich bin seit etwas mehr als einem halben Jahr für diese Volksinitiative aktiv und ja, bringe eben meine Two Cents für die zweite Forderung hier mit. Ja, in dem Wort unserer Volksinitiative steckt, in dem Namen unserer Volksinitiative steckt auch das Wort Freiheit. Und wir möchten eben, dass sich diese Freiheit auch für die Schüler und die Eltern auf die Auswahl der Schule beziehen kann. Allerdings sind Schulen, die sich nicht in staatlicher Trägerschaft befinden, durch die doch geringere staatliche Unterstützung darauf angewiesen oder meist darauf angewiesen, Schulgeld zu erheben. Und genau dieses Schulgeld schränkt nun für viele Familien in Berlin eben die Auswahl der Schule ein, aufgrund von eben geringem Einkommen. Und das Geld ist einfach nicht da. Und leider entsteht auf diese Art und Weise eben häufig das Bild der privaten Eliteschulen, weil sich eben nur Eltern mit einem höheren Einkommen diese Schule für ihre Kinder leisten können. Es ist aber häufig überhaupt nicht das Ansehen dieser Schule, so eine Auswahl zu treffen. Viele Schulen würden gern die Möglichkeit haben, alle Kinder aller sozialen Schichten aufzunehmen. Allerdings fehlt eben dann den Schulen wiederum die staatliche Finanzierung dafür, beziehungsweise eben auch das Geld. Wir möchten daher eine neue rechtliche Grundlage schaffen für Schulen in freier Trägerschaft. Wir fordern, dass alle Schulen unabhängig ihrer Trägerschaft gleichberechtigt staatlich finanziert werden, damit eben die freien Schulen von der Notwendigkeit befreit werden, Schulgeld erheben zu müssen. Und damit kann auch der immer wieder in den Medien so dargestellten sozialen Entmischung entgegengewirkt werden. Wenn dann eben die Eltern, also alle Eltern die Freiheit haben, unabhängig von ihrem eigenen Einkommen, ihr Kind auf die Schule ihrer Wahl zu schicken. Ja, zudem, diese Finanzierung soll den Schulen zudem von Anfang an zur Verfügung gestellt werden und nicht erst nach der in Berlin existierenden sogenannten Wartefrist von 3 bzw. 5 Jahren, in denen sich neu gründende Schulen völlig ohne einen staatlichen selbst finanzieren müssen. Als Basis für ein solches Finanzierungsmodell kann man eben den Schülerkostensatz nehmen, zum Beispiel der eben aktuell noch in einer Arbeitsgruppe im Auftrag des Senats errechnet wird. Die Bildung dieser Arbeitsgruppe ist übrigens auch auf die letzte Volksinitiative damals zurückzuführen. Vielen Dank, Anna.